Jojo Leute, was geht, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich stehe hier vor Alibaba und werde hier den Döner testen. Ihr habt unter meinen Kommentaren geschrieben, dass Alibaba älter ist als Bay Kebab und dass er besser schmecken soll. Das werden wir jetzt testen. Moin moin, hallo Chef. Wie geht's? Was bestellt man oft hier? Döner. Döner, ne? Ist klassisch, okay. Dann mach mal Döner bitte. Was ist das für ein Fleisch? Kalbfleisch und Kalb? Hähnchen. Kalb und Hähnchen habt ihr? Aus welchem Teil von dem Tier ist das denn? Weißt du das? Das ist Kalbfleisch. Aber... Schaf. Ah, okay. Ja. Das ist ja eigentlich der älteste Laden in Osnabrück, oder? Ja. Alibaba. Es gab mal einen in Iburger Straße, das war der erste. Das war der erste, ja. Der erste, ne? Und dann irgendwie Alibaba. Aber auch viele Besitzer hier gewechselt, oder? Nein, nur eine bis jetzt. Wie nur eine bis jetzt? Alibaba hat gemacht und bis jetzt nicht. Echt? Ja. Ja, Name gleich, kann bleiben, aber Chef kann wechseln. Ich war, glaube ich, das letzte Mal vor 15 Jahren oder so hier. Früher immer hier gegessen, weil gesoffen am Wochenende. Der Bus kommt ja hier und dann hier schnell Döner gegessen. Das waren Zeiten, Leute. Kommen Sie hier. Ah, Mann. Immer so schwierig. 6 Euro kostet der Döner. Wie schafft ihr das so niedrig zu halten? Überall 7 Euro, 8 Euro. Warum? Ja, ist doch gut so. Muss eigentlich 4 Euro. So wie früher. 5 Mark. So Fleischtest? Einfach belegt. So essen wir mal hier jetzt provisorisch so ein bisschen. Und wie es schmeckt? Schmeckt gut? Der ist wie früher. Fleisch, ich weiß nicht, hat irgendwie nicht so einen starken Geschmack. So Korn, Gewürz, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Woher kommst du? Pakistan. Isst du Döner oder nicht so gerne? Ja, gerne. Auch von hier? Hier, ja, jetzt lachst du. Oder woanders? Ich habe alle probiert. Alle probiert? Welcher ist für dich der Beste? Sei ehrlich, komm. Ja, ehrlich. Welcher ist der Beste für dich? Der Beste für mich? Von den neuen her, von dem neuen Style her, finde ich Kuldi Kebab am besten. Achso, Kuldi Kebab, ja klar. Aber der ist Fleischfleischhandel. Ich mag auch Kuldi Kebab. Er hat richtig Rindfleisch. Ja. Und wie viel Lamm ist da drin? Oder Kalb? Wie viel Prozent, weißt du das? Keine. Ich weiß, ich habe auch gesagt, das ist auch, ich sage, das 100% Rindfleisch. Ja, die haben aber auch Kalb. Kalb auch gibt's, ja. Ich habe gar nicht gegessen, nur Rind. Den finde ich gut. Und von den alten Döner finde ich Bay Kebab gut. Und kennst du Royal Döner aus Bramsche? Der ist auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der Laden ist genau mitten in der City. Deswegen ist es hier so laut, nicht wundern. Aber so wie ich den Mitarbeiter das gerade gesagt habe, das Fleisch schmeckt, hat irgendwie keine Würzung. Ich weiß nicht warum. Das erinnert mich wie vor 15 Jahren, als ich hier zuletzt war. Hat es nicht verändert. Wann ist hier so am meisten los? Wochenende? 12 Uhr, 1 Uhr nachts bestimmt, ne? Ich weiß es doch. Danke nochmal. Und viel Erfolg noch. Ciao, ciao. So. Das war eine schnelle Nummer, eben Alibaba getestet, der eine Opa hat da ein bisschen Faxen gemacht und deswegen wollte ich da jetzt auch nicht so lange drinnen bleiben oder die Bewertung direkt machen. Das mache ich dann später im Studio, wie immer, ne? Kommen wir nun zum Fazit. Ich habe Alibaba in Osnabrück getestet und Leute, ich glaube, wir haben den schlechtesten Döner aus Osnabrück gefunden.
Warum soll man eigentlich immer nur die besten Läden oder Restaurants testen? Es gibt so viele schlechte, auch die so viel Geld verlangen. Und vielleicht kann man ja mit solchen Videos auch mal die Leute warnen oder vielleicht auch die Besitzer mal die Augen öffnen. Natürlich kann ich es verstehen, wenn man so lange in Osnabrück ist und so lange diesen Laden hat. Am Wochenende die Besoffenen, die da Geld reinbringen. Ich kann das alles verstehen. Ich kann die Leute, die irgendwie mit dem Laden zu tun haben, sei es Verwandte, Familie oder Mitarbeiter, dass sie denen nicht so schlecht reden können. Wenn jetzt zum Beispiel mein Bruder ein Restaurant hätte, dann könnte ich denen auch nicht schlecht reden. Vielleicht nur im inneren Kreis. Würde man dann so, ne, in der Familie sagen, hey, irgendwie ist das nicht so geil, so ändere mal irgendwas. Mach vielleicht eine andere Soße oder einen anderen Fleischlieferanten. Aber das so über die Jahre laufen zu lassen, bei dieser Qualität, das ist schon hart. Und ich war zuletzt circa 15 Jahren dort essen. Und ich habe damals gesagt, ich gehe hier nie wieder essen. Jetzt bin ich hingegangen, weil irgendjemand in den Kommentaren geschrieben hat, Alibaba gibt es länger als der Bake-Kebab, bei Alibaba schmeckt es besser. Bruder, nein, es schmeckt nicht besser. Ich bin noch etwas geladen, ihr merkt es vielleicht. Ich komme auch gerade von dem Test. Versuchen wir das Ganze sachlich zu bewerten. Ganz klassisch, wie immer, habe ich einen Döner bestellt mit Kalbfleisch, Salat, alles drauf. Mit Tzatziki und ein bisschen scharf. Das Fleisch, sehr dünn geschnitten, hat nach nichts geschmeckt. Es war so wie Pappe war das. Bissfest war es, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es hatte wirklich gar keinen Geschmack. Ich bin immer noch schockiert. Salat war okay. Salat kannst du auch nicht so viel falsch machen. Ne? Wenn du es frisch an den Tag holst, es schnibbelst, dann schmeckt es immer ganz okay. Das Brot, ja, war so ein Standardbrot. Ne? Nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Leicht getoastet, schön kross gewesen. Da kannst du jetzt auch nicht so meckern. Aber das Wichtigste ist und bleibt einfach Fleisch für mich. Fleisch, dein Brot und dann kommen die Soßen. Und das Fleisch war absolut nicht gut. Und ich möchte wirklich nicht, bei Gott, nicht mit Absicht irgendwie einen Laden schlecht reden. Das mache ich nicht. Wenn ihr meine alten Videos kennt, ich bin eigentlich relativ noch viel zu nett, würde ich mal so sagen. Aber ich versuche da irgendwie trotzdem so sachlich eine Kritik abzugeben. Und das erwarte ich auch von euch. Wenn ihr meine Videos schaut, könnt ihr gerne konstruktive Kritik abgeben. Ich feiere das, ich lese mir das durch und nehme dann auch das zu Herzen und versuche mich dann auch zu verbessern. Und das ist vielleicht so ein Appell an die Leute, die ein Restaurant haben und die vielleicht wissen, ja, das ist echt nicht gut. Versucht da was zu ändern. Mein Gott, wenn ihr da irgendwie ein bisschen mehr Geld drauf zahlt, dann macht den Döner nicht 6 Euro, sondern 7 Euro wie die anderen. Aber bringt die Qualität, weil Qualität mögen wir. Qualität, da zahlen wir auch ein bisschen mehr. Das ist einfach so, weil der Standard einfach irgendwie heutzutage nicht mehr ausreicht. Wir wollen immer mehr, wir wollen immer besser, wir wollen immer mehrere Soßen haben. Was weiß ich, Sweet Chili Yoppie Soßen, was es so alles gibt. Da bin ich persönlich kein Fan von. Ich liebe mehr diesen klassischen Döner. Aber es ist halt so, ne? Wenn die anderen immer mitziehen, immer moderner und besser werden und bleiben die anderen irgendwie auf diesem Level. Und das merkst du dann, wenn du dann hier oben auf diesem Level gegessen hast und dann jetzt, wie in meinem Fall, runtergehst ein paar Stufen und dann mal das Niveau hier testest, das merkst du. Und das ist so heftig. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so krass auffallen wird. Ich dachte mir, komm, ich teste jetzt Alibaba, weil wegen dem Kommentar und so, dann ist es fair, wenn ich auch den Laden dann teste. Ist für mich nicht empfehlenswert. Für die Leute, die den Laden feiern, dann feiert den, dann isst den Döner da und alles gut. Ist natürlich immer Geschmackssache, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Ich möchte nie irgendetwas absichtlich schlecht drehen oder irgendwie gut drehen, weil letztendlich, wenn ihr meine Videos schaut und dann dort vorbeigeht und irgendwie durch meine Empfehlung den Laden testet und euch gefällt es nicht und ich habe irgendwie nur Blödsinn geredet, dann ist es auch nicht gut für mich. Deswegen versuche ich immer ehrlich zu sein, immer eine gerade Linie. Wenn es schlecht ist, dann sage ich, es ist schlecht. Wenn es gut ist, sage ich auch, dass es gut ist und für mich, ne? Und wenn ihr denselben Geschmack habt, dann werdet ihr es auch feiern. So, ganz einfach. Und was soll man zu dem Laden sagen? Der Laden ist relativ klein, wirklich ein Urgestein in Osnabrück. Sowas feiere ich eigentlich, ne? Wenn die Läden sich so lange halten und immer versuchen, ihr Bestes zu geben, feiere ich. Also mitten in der Stadt ist der Laden, Alibaba. Und wie gesagt, über 30 Jahren. Das Phänomen ist, ich esse immer den Döner auf. Ne? Das ist mir viel zu schade, den Döner wegzuschmeißen, wenn er nicht schmeckt. Vielleicht habe ich gleich den Salat. Ne? Vielleicht wird der Abgang etwas flüssiger als sonst. Das war's mit meinem Fazit. Ganz wichtig, Leute, einen Daumen da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Kostenlos abonnieren. Und ja, in dem Sinne, Leute, Kuss auf eure Herzen.